Für diesen ersten Teil sollten Sie am besten im Vorhinein schon vertraut sein mit Summenschreibweisen, grundlegenden Rechenoperationen der reellen Zahlen und mit Funktionen der reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Im Idealfall haben Sie auch schon die grundlegenden Eigenschaften von Körpern kennengelernt. Wir betrachten im ersten Teil Polynomfunktionen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Beispiel einer solchen Funktion ist die Abbildung jedem x aus R zuordnet 4x der dritten minus 2x plus 5. Allgemeiner aufgeschrieben ist so eine Polynomfunktion gegeben in der Form f von x ist gleich am mal x hoch m plus am minus 1 mal x hoch m minus 1 und so weiter bis hinunter zu a1 mal x plus a0. Wir können das in der Summenschreibweise gleich kompakter schreiben mit aj mal x hoch j und summieren von 1 bis m über j. Die aj sind dabei gegebene reelle Zahlen, die wir als Koeffizienten bezeichnen. Was sind die Koeffizienten im obigen Beispiel? Naja, wir haben dritte Potenz, ein Koeffizient 4, also a3 gleich 4, a2 ist 0, weil x² nicht auftritt, a1 ist minus 2 und a0 ist 5. Wir könnten auch ein 0 mal x hoch 4 uns dazu denken. In dem Beispiel würde nichts ändern, ist auch möglich. Also a4 gleich 0. Sei jetzt g eine weitere Polynomfunktion, gegeben mit Koeffizienten b, j, so wie hier angegeben, und bis zu einer Ordnung Potenzen n. Also bj wiederum die Koeffizienten aus R. Wir erinnern einmal zunächst daran, wie für reellwertige Funktionen die Summenfunktion definiert werden kann, nämlich der Funktionswert ist einfach die Summe der Funktionswerte. Und ähnlich kann man auch die Produktfunktion definieren in dem Fall. Da ist also Produktfunktion bei x ist einfach das Produkt der Funktionswerte. Wenn f und g Polynomfunktionen sind, so wie oben angegeben, dann werden wir uns jetzt überlegen, dass f plus g und f mal g ebenfalls Polynomfunktionen sind. Da können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon ausgehen, dass m kleiner gleich n wäre, denn andernfalls können wir die Rollen von f und g vertauschen, wie wir uns nachgerade kurz überlegen könnten. Außerdem können wir jetzt die aj gleich 0 setzen, wenn j größer als m ist, damit die Formeln nachher praktischer hinzuschreiben sind. Für die Summenfunktion schreiben wir einfach Darstellungen der Polynomfunktionen auf, zuerst fürs f von x, jetzt aber mit a0 und a1 mal x beginnend. Dann dürfen wir eben bis an mal x hoch n gehen, wobei halt diese letzten paar ohnehin die Koeffizienten schon 0 gesetzt waren. Dann schreiben wir noch dazu die plus g von x, das hat die Koeffizienten bj hier. Und wir fassen einfach zusammen, je nach Potenzen von x, also es beginnt mit a0 plus b0 mal 1 sozusagen, a1 plus b1 mal x und das x hoch n ist die höchste auftretende Potenz, die hat Koeffizienten an plus bn. Das heißt in Summenschreibweise ganz einfach haben wir aj plus bj mal x hoch j. Damit ist also diese Summenfunktion wieder von der Form Koeffizienten mal x hoch j. Für die Produktfunktion setzen wir jetzt auch noch das bk gleich 0, wenn k größer n ist und schauen uns einfach das Produkt der Funktionswerte an. Also in der ersten Klammer das f von x und in der zweiten Klammer entsprechende Darstellung für g von x mit Koeffizienten bj und multiplizieren das jetzt aus. Wir bekommen nullte Ordnung nur, wenn wir a0 mal b0 nehmen. Dann x bekommen wir durch zwei Arten von Kombinationen a0, b1 oder a1, b0. Was verschafft uns ein x Quadrat? Naja, a0, b2, a1, b1 und a2, b0. Dann versuchen wir eine Gesetzmäßigkeit für den Koeffizienten von x hoch j nachher zu finden. Zunächst gehen wir aber bis zum Schluss. Die höchste auftretende Potenz ist x hoch n plus n und a, m, b, n der Koeffizient. Schauen wir uns die früheren Koeffizienten an. Für Potenz 1 kann man das auch ein bisschen eigenartig hinschreiben mit ak mal b1 minus k.
Und für Koeffizient von x² können wir es als Summe 0 bis 2 in dieser Form ak mal b2k minus k, b2 minus k schreiben. Und analog auch für den nullten Term. Wenn wir für Potenz j das entsprechende aufschreiben, wäre es ak mal bj minus k und summiert wird bis j. Also wir markieren uns das j hier. Auch den letzten Koeffizienten am mal bn kann man in die Form bringen, weil wir ja sehr viele Koeffizienten, die mit den hohen Indizes alle 0 gesetzt haben, und dann ergibt sich genau dasselbe hier, überlegt man sich. Das heißt, wir haben eine Formel von dieser Art. Das lässt sich schreiben als eine Summe über cj mal x hoch j, wobei die cj so entstehen, wie wir es uns oben überlegt haben, als Summe von 0 bis j, ak mal bj minus k. Das kann man auch umschreiben. Die Summe der Indizes bemerken wir es gleich j, also schreiben wir es mit zwei Indizes k und l, also ak mal bl, und die Summe dieser Indizes ist j. Jedenfalls ist diese Produktfunktion von der Form, wie sie meine Polynomfunktion sein muss. Jetzt haben wir eine weitere wichtige Eigenschaft, die für Polynomfunktionen von R nach R jedenfalls noch gilt. Wir können uns nämlich überlegen, wenn so eine Polynomfunktion f mit Koeffizienten aj gegeben ist, wann ist denn das die Nullfunktion? Naja, wir behaupten, das ist dann und nur dann der Fall, also f ist gleich 0, das meint wirklich die Nullfunktion auf der rechten Seite, genau dann, wenn alle Koeffizienten aj gleich 0 sind. Für den Beweis der Richtung von rechts nach links ist nichts zu tun. Und für die Richtung von links nach rechts, naja, angenommen, es ist zum Beispiel, es wäre am ungleich 0. Und dann nehmen wir ein x ungleich 0 und rechnen ein bisschen. Der Betrag von f von x ist ja dann nichts anderes als der Betrag von dieser Darstellung mit den Koeffizienten und den Potenzen von x. Und da können wir einmal das x hoch m herausheben, weil x nicht 0 ist, auf jeden Fall. Also können wir es schreiben in der Form Betrag von x hoch m mal, dann bleibt am über, am minus 1 wird dividiert durch x und so weiter, a1 durch x hoch m minus 1 und das a0 durch x hoch m. So, jetzt betrachten wir mal in diesem Betrag auf dem rechten Faktor die hinteren Teile, also von a m minus 1 bis a0. Das wird sehr klein sein, wenn der Betrag von x sehr groß ist. Vorne steht das a m, das ist ungleich 0, aber fix. Also wird das sicherlich ein Wert sein, der ungleich 0 ist, für großen Betrag von x. Also was lernen wir daraus? Das heißt, falls a m ungleich 0 ist, gibt es ein gewisses x1 aus r, sodass der Funktionswert dort ungleich 0 ist. Naja, weil, wenn aber vorausgesetzt war, dass f die Nullfunktion ist, dann muss also das am gleich 0 sein. Ähnlich können wir vorgehen, solange es irgendeine Potenz von x gibt, die da noch drinnen steckt. Dann sukzessive schaffen wir also mit demselben Argument, dass am minus 1 0 ist, bis zu a1 gleich 0. Bleibt also der Fall für eine konstante Funktion. Also was ist, wenn f von x gleich a0 ist für alle x? Ja, wenn es die Nullfunktion ist, muss also a0 gleich 0 sein, weil hier 0 rauskommen soll. Fertig ist die Überlegung. Und als unmittelbare Folgerung können wir jetzt sagen, wann zwei Polynomfunktionen von r nach r gleich sind als Funktionen. Weil ja f gleich g nichts anderes ist als f minus g ist gleich 0. Naja, das ist das die Polynomfunktion mit Koeffizienten aj minus bj, wenn die alle 0 sind, dann ist das dasselbe wie aj gleich bj für alle j. Damit haben Sie eine Begründung nachgerade auch nochmal für das, was Sie vielleicht schon kennen, unter Koeffizientenvergleich. Zwei Polynomfunktionen, jetzt von r nach r jedenfalls, sind genau dann gleich als Funktionen, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen. So, dann könnte man ein bisschen übermütig werden, wenn das so gut funktioniert hat, die Frage stellen, ob wir statt Koeffizienten aus R auch welche aus anderen Körpern nehmen könnten, zum Beispiel rationale Zahlen, komplexe Zahlen oder ZP mit P einer Primzahl, also die Restklassenkörper. Oder noch allgemeiner kann man Koeffizienten aus einem ganz allgemeinen beliebigen Körper nehmen, sagen wir K.
Ja, wenn wir kurz überlegen, was wir da oben gemacht haben, was die Summenfunktion und die Produktfunktion betrifft, ist es kein Problem. Wir können einmal Polynomfunktionen definieren als Abbildungen, sagen wir f und g, vom Körper in den Körper selbst wieder, k nach k, mit Koeffizienten aj und seiner Schreibweise aj mal x hoch j und entsprechend g von x mit bj mal x hoch j und die aj und die bj sind aus dem Körper k. Dann können wir die Summenfunktion und auch die Produktfunktion definieren und erhalten wieder Polynomfunktionen. Das funktioniert völlig analog zu allem Obigen. Aber es gibt eine interessante Geschichte, die anders ist für bestimmte andere Körper. Schauen wir uns ein Beispiel an, wo der Grundkörper Z2 ist, also Restklassenmodulo 2, das heißt also die Restklasse 0, Restklasse 1. Und die Funktion f, die wir da definieren, sei folgende, eine Polynomfunktion, x² plus x. Was heißt das? Koeffizienten sind also a2 ist gleich 1 quer, a1 ist 0 quer und a0 ist 1 quer. Ich verwende hier quer für die Restklassenschreibweise. Wenn man f bei 0 aus 0 quer auswerten, kommt 0 quer raus und an der Restklasse 1 kommt als Wert wegen 1 quer plus 1 quer gleich 0 quer auch 0 quer raus. Das ist halt eine Rechnung in Z2. Das heißt, wir haben die Nullfunktion, obwohl nicht alle Koeffizienten in der Null entsprochen haben, also Nullklasse, die Nullrestklasse sind. Das heißt, in allgemeinen Körpern ist es mit Koeffizientenvergleich nicht mehr ganz so einfach.